Hallo, ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Aszendenten. Herzlich willkommen zu meinem Liebeshoroskop für den Juni 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorf und ich führe euch durch die Konstellationen des Monats. Trotz der Feiertage wird es für euch wohl ein Monat, in dem es häufig um euer berufliches Fortkommen geht. Wie kann euch euer Schatz dabei unterstützen? Gemeinsames Pläne machen steht ab dem 6. Juni unter besten Sternen. Jungfrau-Singles sind vielleicht ganz froh, dass sie sich ungestört ihrer Karriere widmen können. Wer aber auf der Suche ist, der kann die Liebe auf Reisen finden. Vielleicht auch auf einer Fortbildung, wobei sich Karriere und Flirt miteinander verbinden lassen. Ja, meine Lieben, das also der Überblick. Und noch ein kleiner Hinweis, es gibt auch diesen Monat wieder etwas zu gewinnen. Mehr darüber am Schluss des Videos. Jetzt zu eurem Erlebnishintergrund, zu den langsam wirkenden Planeten, die wichtige Themen für euch vorgeben. Da hätten wir das Quadrat zur Lilith, die euch jetzt herausfordert. Ihr wisst ja, Lilith ist die Göttin der wilden Frauen und psychologisch steht sie auch für unseren eigenen wilden Bereich, ja, unsere wilden Instinkte, das, was sich nicht so recht zähmen lässt. Und gerade wenn man eine starke Jungfraubetonung im Horoskop hat, dann will man es ja oft auch gern allen recht machen. Das kann also wirklich sein, dass euch die Lilith da jetzt zurzeit so richtig herausfordert, vielleicht auch durch ein Familienmitglied, weil sie für euch im vierten Sonnenhaus der Familie steht. Vielleicht ist es auch eine renitente Tochter oder ein anderes weibliches Familienmitglied, was euch herausfordert und euch vielleicht eben auch damit konfrontiert, wo ihr vielleicht eine wilde Seite habt, die ihr nicht genug entwickelt oder die ihr nicht genug euch traut rauszulassen. Also das ist schon nicht so ganz einfach, dieser Aspekt, aber er bringt einen eben auch in Kontakt mit der eigenen wilden Weiblichkeit. Und diesen Aspekt spüren diesen Monat am stärksten die Geburtstagskinder, die zwischen dem 2. und 10. September Geburtstag haben. Dann haben wir ganz langfristig für euch die Opposition zu Neptun, der Romantik- und Verstrickungsplanet, der steht für euch im 7. Haus der Partnerschaft, bringt einerseits halt eine schöne Öffnung für die romantische Liebe für viele Jungfraugeborenen und viele haben sich auch in den letzten Jahren ganz wunderbar verliebt, kann aber auch mit sich bringen, dass man verwirrt ist und dass die Liebe ein bisschen im Unklaren bleibt oder dass man vielleicht auch auf einen Partner trifft, der nicht so ganz greifbar ist oder auch mit Fische oft jemand, der hilflos ist und dann möchte, dass die praktische Jungfrau das Leben in Ordnung bringt. Also das ist so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits ganz, ganz tolle Liebeschance, andererseits eben muss man ein bisschen aufpassen, dass man da nicht ausgenutzt wird. Ne? Also deswegen, wenn ihr euch jetzt heiß verliebt und es gibt Unklarheiten, für euch gilt dann auch ganz stark die 90-Tage-Regel. Erstmal abwarten, was da dahinter steckt, ob da nach 3 Monaten noch Interesse da ist und ob das ernst zu nehmen ist. Und dann könnt ihr euch gerne tiefer darauf einlassen. Und diese Opposition spüren in diesem Monat besonders diejenigen, die zwischen dem 5. und 9. September Geburtstag haben. Und das ist natürlich dann auch eine Herausforderung, weil das ja zum Teil sich überschneidet mit dem Lilith-Aspekt. Das ist also schon auch eine Gefahr, sich auf eine heiße Affäre einzulassen, die dann vielleicht das Leben durcheinander bringt. Ne? Deswegen nochmal, also passt da gut auf euch auf, wem ihr da euer Herz schenkt. Und wenn ihr gebunden seid, kann natürlich die Opposition zu Neptun auch heißen, dass vielleicht der feste Partner eine geheime Agenda hat. Da müsst ihr auch mal ein bisschen reinfühlen. Oder auch, was es auch manchmal sein kann, ist, dass man vielleicht geheime Träume hat, ja, von was man sich wünscht und sich erträumt in der Beziehung. Und dann ist es halt ganz wichtig, dass man mit dem Schatz auch offen darüber redet, ja. Wenn immer irgendwelche Träume und auch vielleicht erotische und romantische Träume unerfüllt bleiben, dann besteht natürlich auch die Gefahr, dass ein Partner vielleicht auf Abwege gerät. Das wäre auch nochmal ein Tipp mit dieser Neptun-Opposition. Dann habt ihr noch einen ganz starken, spannenden Aspekt, Pluto im Steinbock. Der steht im Trigon, also in einem förderlichen Aspekt zur Jungfrau Sonne hier in euer Zeichen hinein und bringt Verbindungen, die also lebensverändernd wirken können, aber auf eine positive oder ja eben förderliche Art. Nur ist es da auch sehr wichtig, dass sich beide Beteiligte darüber klar werden, was für eine Art Beziehung das ist und wo sie beide damit hinwollen, weil Pluto ist halt auch so ein Geheimniskrämer. Plutonische Menschen, also vielleicht wenn jetzt ein Skorpion zum Beispiel in euer Leben tritt, die haben oft auch noch ihre geheimen
Pläne, die sie auch nicht gleich offenbaren. Und auch da gilt eben, man muss es offen ansprechen oder wenn man da was spürt, ne? Also jetzt euch betreffend, wenn ihr was spürt, dass da vielleicht noch was ist, dann sprecht es eben an und verdrängt das nicht, ne? Jungfrauen sind ja sehr sensibel und schlau und kriegen eigentlich immer alles mit, nur manchmal will man es nicht wahrhaben oder traut sich auch nicht, es anzusprechen. Aber hier ist das Potenzial zumindest sehr gut. Das Potenzial ist gut, dass diese Verbindung, und das kann auch eine Affäre sein, weil es ja im fünften Haus der Affären auch steht, der Pluto, dass das euer Leben in einer Richtung verändert, die euch stärker macht, attraktiver macht, sexier macht, die euch auch Erfahrungen machen lässt, auch in sexueller Hinsicht, die also euer Leben auf den Kopf stellen. Aber das kann euch eben in eure Kraft bringen, wenn es gut läuft. Ne? Deswegen sollte sich so eine Verbindung anbahnen. Guckt da genau hin. Und das spüren besonders diejenigen, die zwischen dem 9. und 14. September Geburtstag haben. Dann haben wir das Quadrat Saturn. Kennt ihr ja nun mittlerweile auch schon gut. Aber Saturn ist halt immer noch da, immer noch im Schützen, immer noch in Spannung zur Jungfrau Sonne und für euch im Haus der Familie. Kann auch ein Hinweis darauf sein, dass ein Familienmitglied betreut werden muss oder Ansprüche stellt. Oder Saturn sind ja auch ältere Menschen, ne? Das betrifft vielleicht auch pflegende Angehörige aus dem Zeichen Jungfrau und die sind ja oft sehr stark im Einsatz. Also auch da ist eine familiäre Belastung angezeigt. Das kann auch heißen, dass ihr euch da mal abgrenzen müsst. Und Saturn kann auch zeigen, dass Dinge jetzt mal zu Ende gebracht werden müssen. Also, wenn da jemand Forderungen stellt, dann ist es sehr wichtig, dass das noch passt. Ja, und für manche Jungfrau steht eben jetzt auch an, sich aus so einer Geschichte mal zu lösen und zu sagen, ich habe jetzt hier genug gedient und weiter voranzugehen. Diesen Aspekt spüren in diesem Monat besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 14. und 20. September Geburtstag haben. Ja, und der Mondknoten, der ist ja jetzt aus dem Zeichen Jungfrau raus. Und das heißt, ihr hattet jetzt den Genuss für 1,5 Jahre, aber der macht was anderes Gutes, was für euch auch gut ist. Der steigt also in eurem Horoskop, im Sonnenhoroskop steigt der auf. Das bringt also einen Wachstumszyklus. Das heißt, wenn ihr in den letzten 1,5 Jahren auf eurem Seelenweg wirklich ein Stück weitergekommen seid oder auch zu euch gefunden habt oder jetzt auch klarer euch selber seht und definiert, wer ihr seid und wo ihr hin wollt, dann werdet ihr eben, solange der Mondknoten hier aufsteigt, durch die Zeichen Löwe, Krebs und Zwillinge einen sehr guten seelischen Wachstumszyklus erleben. Und insofern ist das für euch auch weiterhin sehr positiv. So, jetzt gehen wir in die aktuellen Konstellationen des Monats und fangen an mit dem Neumond vom 25. Und der findet jetzt für euch im 10. Sonnenhaus statt. Also die ganze Kommunikation hat, wie gesagt, schon am Anfang ganz viel mit eurem beruflichen Vorkommen oder auch eurer Berufung zu tun. Da lohnt es sich also, Gespräche zu führen. Und weil es ja hier ein Liebeshoroskop ist, kann es eben wirklich auch darum gehen, wie kann euch euer Schatz unterstützen. Und dann gibt es ja hier auch so ein bisschen die Schwierigkeit, dass hier eben Saturn in der Familie jemand anzeigt, der dauernd Forderungen an euch stellt, wodurch ihr euch vielleicht dann auch ein bisschen gebremst fühlt, euch nach oben auf eurem Karriere- oder Berufungsweg zu entwickeln. Das könnte also ein Konflikt sein. Und diese Zurückweisung, die ich in der kosmischen Schwingung erwähnt habe, weil wir hier Pluto-Venus im Quadrat haben, die kann also bei euch tatsächlich betreffen, dass ihr vielleicht hier mit dem Pluto in 5 eine spannende Affäre angefangen habt und aber noch einen festen Partner habt. Und das ist dann schwierig. Oder aber fangt hier eine Verbindung an, die gar nichts mit Flirt zu tun hat, aber das wird vom Partner missverstanden. Ja, also auch hier wieder offen kommunizieren. Heimlichkeiten können im Juni, das kann ganz gut laufen, können noch funktionieren, aber das würde euch dann spätestens ab Juli wieder einholen. Genau. Und das spüren jetzt besonders diejenigen, die vom Ende August Geburtstag haben, so zwischen dem 20. und 23. August. Die fühlen das also besonders mit diesem Neumond, mit dieser Konstellation. Ja, dann, ach so, und das Thema ist natürlich, dass es in den nächsten 4 Wochen tatsächlich für euch um eure Karriere auch geht. Trotz Pfingsten und allem. Okay, am 1. haben wir dann die Sonne in den Zwillingen, in eurem Berufshaus.
Dann haben wir die Venus, die steht für euch im achten Haus der festen Partnerschaften. Habe ich ja auch schon immer wieder erwähnt, dass hier Uranus in diesem Bereich eures Horoskops auch dafür spricht, dass festliierte Jungfrauen gemeinsam Neues ausprobieren sollten, neue Wege gehen sollten. Dafür kann das hier ein ganz guter Aspekt sein mit der Venus. Dann haben wir den Merkur, der steht im Stier. Steht für euch sehr gut hier im Haus der Pläne, im neunten Haus. Also deswegen Pläne machen ist immer gut im Juni jetzt für euch. Und den Mars, den haben wir auch in den Zwillingen jetzt noch in den ersten Tagen. Das bedeutet auch, dass vielleicht beruflich oder in der Karriere nochmal wichtige Impulse für euch anstehen. Entschuldigung, es war hier am ersten, ne? Okay, dann haben wir ab dem vierten. Da geht ja dann der Mars ins Zeichen Krebs und bildet einen guten Aspekt zur Jungfrau Sonne. Das ist also ein schöner Aspekt, auch beruflich, um voranzukommen und auch um Unterstützung zu bekommen. Er geht aber auch ins Haus der Freunde. Das heißt, es kann also auch sein, dass es vielleicht die eine oder andere etwas emotionale Auseinandersetzung in freundschaftlicher Hinsicht gibt. Das bringt das eben eventuell so mit sich. Und da hilft am besten aktiv werden. Mars ist ja Aktivität. Und wenn man dann, anstatt jetzt so Psychogespräche zu führen, lieber was Schönes unternimmt, dann kann man da dem Aspekt so ein bisschen die Spannung nehmen. Aber im Prinzip ist das für euch ein positiver Aspekt, der euch aktiv macht, ja? Und dieses Mars-Sextil, das spüren die Geborenen der ersten Dekade bis zum 28. Juni. Und danach läuft der Mars dann durch die zweite Dekade und im Juli dann noch weiter. Das sage ich euch dann aber noch in den Juli-Horoskopen. Ja, super ist natürlich für euch, dass dann am 6. die Venus in den Stier geht und damit in einen harmonischen Aspekt zur Jungfrau Sonne, der Liebesplanet. Verwöhnt euch dann also den Rest des Monats. Super schöner Aspekt. Und das spüren bis zum 17. Juni die Geborenen der ersten Dekade und dann läuft sie bis zum 26. Juni durch die zweite Dekade eures Zeichens. Und bis zum 4. Juli dann durch die dritte Dekade, beziehungsweise bildet einen super Aspekt zu eurem Zeichen. Und das heißt einfach, Liebespläne stehen erstmal unter guten Sternen, neuntes Haus der Pläne. Auch Liebesreisen oder vielleicht, dass man sich auf Reisen verliebt, aber vom Aspekt her heißt es einfach, ihr seid jetzt in Harmonie mit der Liebesenergie und habt sehr viele schöne Momente, sei es mit dem festen Schatz oder eben auch, dass ihr, wenn ihr einen Flirt habt, da weiterkommt. Das ist sehr, sehr positiv für euch dann, für den Rest des Monats. Und dieser 6. Juni ist auch ein Top-Tag für euch, denn Merkur, also euer Planet Merkur, bildet an dem Tag einen schönen Aspekt zu Chiron, dem Heilerplaneten, der bei euch im Partnerhaus steht. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass es ein Tag für heilende Gespräche ist, die sich in der Begegnung ergeben oder vielleicht auch in Bezug auf eure Partnerschaft und auch in Bezug auf euer berufliches Fortkommen. Ist das also ein wichtiger Tag für euch. Und der Mond steht auch an dem Tag im Skorpion günstig zur Jungfrau Sonne und hilft auch, dass das so ein bisschen tiefer einsinkt, was man da bespricht. So, dann haben wir am 7. den Übergang von Merkur in die Zwillinge und damit auch wieder in euer 10. Haus der Karriere. Ist gut für Verhandlungen und Informationen, die euer Fortkommen betreffen. Dann ist ja der Vollmond am 9. Und der findet jetzt statt bei euch auf der Achse Familie, Herkunft, Verwurzelung und Karriere und beleuchtet dann nochmal dieses Thema, was vom Neumond ja schon angesprochen wurde, dass es eben auch darum geht, wo wollt ihr hin, was ist eure Berufung oder eben auch was ist eure Karriere und wie steht eure Familie dazu? Und da wirft jetzt der Vollmond ein Schlaglicht drauf. Und ich denke mal, die Situation ist für euch nicht so ganz einfach mit Saturn und Lilith im vierten Haus. Und wahrscheinlich wird es darum gehen, wie viel Zeit ihr damit zubringen könnt, euch hier zu kümmern im Familienbereich und wie viel Zeit ihr für euch bekommt, für eure Entwicklung oder berufliche Entwicklung. Und vielleicht fällt euch da rund um den Vollmond etwas zu ein oder ihr bekommt da wirklich auch so eine gefühlsmäßige Einsicht darüber, ne? Vollmond ist ja auch Gefühle, wie ihr damit umgehen könnt, wie ihr das balancieren könnt. Ja, dann haben wir einen kritischen Aspekt, so am 14. Der baut sich schon vorher so ein bisschen auf, 13., 14. Da haben wir nämlich hier eine Spannung zwischen Merkur, Reden und Verhandeln und hier Neptun.
der so ein bisschen Heimlichkeiten andeutet. Und hier Lilith. Also da wird irgendwo die Unwahrheit gesprochen in diesen Tagen. Da versucht man euch vielleicht etwas weiß zu machen oder auch euch eine Schuld einzureden, die gar nicht da ist. Oder jemand, den ihr neu kennenlernt, hat da noch ein Geheimnis. Also achtet da mal drauf, dass ihr da ein bisschen kritisch das hinterfragt. Ne? Also fallt da auch nicht auf falsche Versprechungen rein. Aber am Freitag ist dann wieder ein Top-Tag. Denn da haben wir einen schönen Aspekt hier. Mond ist in eurem Partnerhaus, betont den Neptun an dem Tag ganz besonders und bildet dann noch einen guten Aspekt hier zur Venus. Das heißt also, da kann man sehr schön Liebespläne machen und vor allen Dingen auch mit dem festen Schatz wieder zusammenrücken. Kritisch ist dann wieder der Sonntag. Da haben wir hier den Merkur, der bildet dann eine Spannung zu Saturn. Da kann es also auch noch mal sein, dass hier jemand aus eurem Familienbereich Forderungen stellt, wo ihr das Gefühl habt, Mensch, da kann ich mich jetzt aber auch nicht immer zu drum kümmern und wo ihr vielleicht einfach mal Position beziehen müsst. Genau. Dann am 20. ist aber wieder ein Top-Tag, denn da haben wir einen sehr schönen Aspekten vom Merkur zum Uranus. Das heißt, tolle Ideen, euch fällt richtig was Originelles ein und gleichzeitig den Mond im Stier, wieder gut zur Jungfrausonne, in einer guten Verbindung zur Venus. Also das kann auch dann heißes Liebesgeflüster heißen. Ihr seid sehr originell und diejenigen, die vielleicht im Internet jemand kennenlernen, die haben um diese Zeit dann auch eine große Erfolgsquote. Am 21. geht dann der Merkur in den Krebs, die Sonne geht in den Krebs und damit ist dann die Sommersonnenwende. Das ist für euch auch eine gute Nachricht, denn dann stehen diese Planeten alle günstig zur Jungfrausonne und bilden unterstützende, schöne Aspekte, stehen auch sehr freundschaftlich dann. Die Sonne, wenn die im Krebs steht, bildet freundschaftliche Aspekte zur Jungfrausonne. Das heißt, da beginnt eine Zeit. Da solltet ihr Zeit einplanen, um euch mit euren Freunden zu treffen und gemeinsame Aktivitäten planen. Genau, dann ist der Neumond für euch auch gleichzeitig ein Top-Tag, denn diese ganzen Planeten, die stehen alle günstig zur Jungfrausonne hier im Neumond, auch der Mars. Also da kann man vielleicht auch was klären oder sich vornehmen, dass man in Zukunft Aktivitäten, Mars, ne, richtig was richtig Gutes sich vornimmt. Vielleicht fahrt ihr sogar mit Freunden in Urlaub, das würde sich da auch anbieten. Und da kommen auch neue Impulse dann rein in die Freundschaften. Und gleichzeitig steht dann die Venus hier positiv zum Pluto. Das heißt, es kann sich eine sehr wichtige lebensverändernde Beziehung für euch anbahnen. Eine Affäre oder wenn es jetzt keine Liebesbeziehung ist, eine andere wichtige Beziehung, vielleicht eine geschäftliche, die halt auch sehr positiv ist und auch finanziell sehr positiv für euch sein kann. Also merkt euch mal, Samstag, den 24. Juni ist ein guter Tag für euch. So, das ist dann auch der Neumond, wie gesagt, neue Impulse in euren Freundschaften, durch Freundschaften und auch überhaupt durch Gruppen, mit denen euch gemeinsame Interessen verbinden. Dann habt ihr nochmal zum Ausklang des Monats nochmal einen schönen Top-Tag am Donnerstag, den 29., wenn nämlich der Mond in eurem Zeichen steht und sich dann hier verbindet mit dieser Konstellation, mit Pluto und Mars, Merkur haben wir dann, also da habt ihr eine enorme Überzeugungskraft. Ne? Also wenn da was ist, vielleicht gibt es da auch einen kleinen Konflikt in der Freundschaft, aber da seid ihr dann diejenigen, die wirklich sagen können, wo es lang geht und deswegen traut euch da ruhig. Da ist eure Meinung gefragt oder ihr seid eben auch wieder mal so klug, dass ihr da vielleicht einen Konflikt durchschaut und mit dazu beitragen könnt, dass jeder versteht, wo er steht und wie man damit umgehen kann. Ja, meine lieben Jungfraugeborenen, also soweit der Juni für euch. Ich hoffe, ihr könnt die Konstellationen in eurem Sinne nutzen und die Zeit genießen. Natürlich könnt ihr bei mir eine Beratung buchen für euer ganz persönliches Horoskop. Da bin ich immer für euch da. Ihr findet alle Infos auf meiner Webseite und da könnt ihr diese Beratung dann auch gleich buchen. Genau. Ja, und wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, 15 Minuten Kurzberatung bei mir zu einem Thema eurer Wahl, dann braucht ihr nur meinen Kanal zu abonnieren und mir bitte einen netten Kommentar zu posten, dann seid ihr dabei. Oder ihr macht einfach mal mit bei Antonias Sterne, das wäre auch noch eine Idee. Das ist ja mein Webinar und da kann jeder eine Frage zu seinem Horoskop stellen. Jetzt wünsche ich euch alles Gute mit den Sternen.